Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einem neuen Guide und zwar zu Alistair auf der Support-Position. Fangen wir wie immer zuerst mit den Fähigkeiten an. Einmal hätten wir die passive Siegeschrei. Alistair erhält eine Steigerung Triumph, wenn er gegnerische Champions betäubt, fortschleudert oder wenn nahe Gegner sterben. Bei 7 Steigerungen brüllt er, heilt sich selbst um 139 bzw. je nach Stufe und alle verbündeten Champions um Leben. 3 Sekunden Abklingzeit. Alistair kann keine Triumphsteigerungen erhalten, während Siegeschrei abklingt. Der Tod eines gegnerischen Champions oder epischen Monsters lädt Alistairs Siegeschrei sofort komplett wieder auf. Damit haben wir recht guten Sustain auf der Lane, was ja früher sein E war, ist jetzt nun mal eben seine Passive. Seine Q-Fähigkeit, Alistair schlägt auf dem Boden und verursacht an allen gegnerischen Einheiten in der Nähe magischen Schaden. Außerdem werden die Gegner eine Sekunde in die Luft geschleudert. Das Ganze sieht einfach so aus. Nice. Sein W ist der Kopfstoß, Alistair stürmt auf einen Gegner zu und rammt ihn mit gesenktem Kopf. Dabei verursacht er magischen Schaden und stößt den Gegner zurück. Geil. Oh. Tauerschuss. Hä? Passiert. Dann haben wir noch seine E-Fähigkeit Trampeln. Alistair trampelt über den Boden, ignoriert die Kollisionsabfrage von Einheiten. Also das heißt, er kann einfach durch Einheiten durchlaufen, ohne dass diese ihn behindern. Und verursacht 5 Sekunden lang magischen Schaden an nahen Gegnern. Jedes Beben, das mindestens einen Champion verletzt, gewährt eine Steigerung Trampeln. Bei 5 Steigerungen verstärkt Alistair seinen nächsten normalen Angriff gegen einen Champion, der dadurch zusätzlichen magischen Schaden verursacht, sowie den Gegner eine Sekunde lang betäubt. Hier, 5 Steigerungen und dann betäubt. Und zu guter Letzt zu seiner Ulti, unbeugsamer Wille. Entfernt alle kampfunfähig machenden Effekte von Alistair. Er erleidet 7 Sekunden lang 75% weniger normalen und magischen Schaden. Das ist das, was Alistair so fucking tanky macht, schon im Early Game und im Late Game noch viel, viel, viel härter. Ich bin eine mächtige Moku. Bei seinen Fähigkeiten ist es recht einfach, was wir maxen sollten. Zuallererst natürlich wie immer die Ulti, immer wenn ihr sie abhabt auf 6, auf 11 und so weiter und so fort. Dann das Q, wir wollen möglichst oft den Gegner hochhauen, deswegen wollen wir einfach diese reduzierte Cooldown und ein bisschen mehr Schaden nehmen wir als Supporter gerne mit. Danach einfach sein W, damit wir öfter seine W-Q-Kombo machen können. Und zu guter Letzt noch das E. Anfangen tun wir aber meistens mit seiner Q-Fähigkeit. Gerade zum Beispiel für den Fall, dass wir invaden wollen, ist es ganz gut, wenn wir das ganze gegnerische Team oder einzelne Champions hochhauen können. Mit seinem W wäre es ein bisschen schlecht, weil da hauen wir die Gegner meistens erstmal irgendwie weg. Und dadurch, dass wir ja noch kein Q haben, können wir nicht unsere W-Q-Kombo machen. Blöd, wenn wir den Champion letzten Endes retten als den Gegner. Und sein E bringt es im Early noch nicht so viel, wobei halt natürlich das dann nice ist, aber bevor wir 5-mal diesen Stack haben, sind die meisten Gegner bei einem Invade einfach weggeflasht. Deswegen, Q is the way to go am Anfang. Schauen wir doch mal an, was für Items wir auf Alistair denn alles so bauen können. Bei den Start-Items habe ich meistens das Relikt-Schild. Es macht uns einfach nochmal deutlich tankiger und gibt uns noch ein bisschen mehr Sustain auf der Lane. Man könnte aber auch mit der uralten Münze anfangen, falls man eben nachher diesen Buff haben will. Es hat auch eine Abklingzeitverringerung, das heißt natürlich, wir können dementsprechend öfters wie hier beim Reliktschild unsere WQ-Kombo einsetzen. Das ist je nach Präferenz, meistens in 90% der Fällen gehe ich aber mit dem Reliktschild los. Trank, ganz klassisch, und eben das Abwehrtotem. Als Kernitems, je nachdem mit welchem Starter-Item wir angefangen haben, entweder Relikt des Aspekts oder Relikt der Aufgestiegenen, wir brauchen eben diese Wards. Sonst haben wir bald kein Geld mehr, wenn wir lauter Wards kaufen. In der Schuhe haben wir eine sehr große Bandbreite an Auswahl. Wir könnten entweder die Stiefel der Wendigkeit gehen, wenn wir einfach ein bisschen schneller wollen und eben diese Zähigkeit dazu haben wollen. Wenn wir öfters unsere Kombos machen möchten, dann eben die ionischen Stiefel. Wir könnten auf Ninja Tabi gehen und ich vergesse, sehe hier gerade, ich habe keine Mercury Treads. Je nachdem, ob der Gegner zum Beispiel viel AD oder viel magischen Schaden hat. Oder wenn wir Hardcore Roaming machen wollen und sehr schnell unterwegs sein wollen, dann die Stiefel der Beweglichkeit. Bei den Rüstungen haben wir als Alternativen zum Beispiel den klassischen Dornenpanzer, damit die ADCs auch ein bisschen Schaden dabei kriegen, wenn sie uns attackieren. Wir halten ja eh ziemlich viel aus. Dann noch den Ritterschwür und ich muss mich bewegen, sonst bin ich gleich wieder AFK.
So, dann der Ritterschwur, da ist es halt bei Supportern immer einfach, wir können einfach direkt unseren ADC als Partner wählen. Dadurch werden wir einfach nochmal viel, viel tankiger und ja, wir heilen uns über noch mehr. Randu ins Ohm, klassisches Rüstungs-Item. Ich hab wohl irgendwo noch irgendwas an. Naja, gut. Und zu guter Letzt noch das gefrorene Herz, dass es nochmal sehr viel Mana gibt. Wir haben ja eh mit Alice ein bisschen Mana-Probleme, sein Mana-Haushalt. Mit ein paar WQ-Kombos ist es wirklich vorbei. Es gibt uns eine Abklingzeitverringerung, damit wir gerade unsere Kombos nochmal machen können und wirklich sehr viel Rüstung. Gerade gut gegen Gegner oder gegen Teams, die halt sehr viel auf Angriffstempo skalieren. Bei der Magieresistenz haben wir auch hier wieder mehr Möglichkeiten, zum Beispiel Steinpanzer des Wasserspeiers. Damit werden wir zu einem riesen Muku. Gibt uns sowohl Rüstung als auch Magieresistenz. Dann sind hier laute Geräusche heute überall. Das ZZ Rod Portal nur aber dann, wenn wir irgendwie eine Lane slow pushen möchten. Sigis Konvergenz ist immer ein sehr, sehr gutes Item. Und auch da wieder können wir uns natürlich mit unserem ADC am besten verbinden. Und ja, diese Froschsturm ist halt doch nice zu haben. Oder halt eben Mikaels Schmelztiegel, wenn die Gegner halt sehr viel CC haben. Als Lebensvarianten könnten wir Sterics Pegel geben, wenn wir ein bisschen offensiver gehen wollen. Mache ich jetzt doch eher relativ selten. Oder eben diesen Befreiungsschlag für diesen zusätzlichen Heal, gerade globalen Heal, ist sehr nice. Bei den verbrauchbaren Items klassisch entweder Linse des Orakels, falls wir sagen, wir haben ja eh unser Item, das heißt, wir brauchen dieses Ward-Totem nicht mehr. Können wir Wards clearen, kriegen nochmal Geld. Wards, klassisch. Jeder sollte sich Wards kaufen. Und falls es ins Late-Late-Late-Late-Late-Late-Game geht und wir Full-Build sind, können wir uns noch ein Elixier des Metalls holen. Werden größer, werden tankiger. OP as fuck. Beide Wahlen der Runen gehe ich auf Entschlossenheit und Inspiration. Einfach dadurch, damit wir ein bisschen mehr Lane-Sustain haben, ein bisschen tankiger werden. Und durch die Inspiration einige nette Stats mit ins Late-Game nehmen. Hierbei bin ich bei der Entschlossenheit bei Nachbeben, was uns einen guten zusätzlichen Damage-Output gibt, während wir unsere Combo machen. Die Lebensquelle, damit unser ADC, wenn wir unsere Combo machen, sich heilen kann. Konditionierung, einfach damit wir ein bisschen mehr Rüstung, ein bisschen mehr Magieriese kriegen, einfach tankiger werden. Und eben Zuwachs, um letzten Endes noch mehr Leben am Ende zu bekommen. Wir wollen halt wirklich als Alistar tanky as fuck werden. Mit zusätzlich noch unserer Ulti sind wir im Grunde im Late-Late-Late-Late-Game unkaputtbar. Dann haben wir noch den Inspirationstree. Hier kosmische Einsicht einfach für die Late-Game-Stats und die Kekslieferung, um einfach ein bisschen zusätzlichen Sustain auf der Lane zu haben. Die Lane ist das, was Alistar braucht. Alistars Vorteile liegen ganz klar darin, dass er einfach einen sehr starken Engage hat, er ist tanky as fuck und wenn man es gut einsetzt, hat er sogar einen einigermaßen guten Disengage, gerade mit seinem Weghauen. Problem bei ihm ist einfach, er kann outsustained werden, gerade zum Beispiel von einem Soraka, oder er kann auch outpoked werden, wenn es zum Beispiel solche Sachen sind wie Velkos Support. Im Early Game ist man mit Alistar wirklich, wirklich aggressiv, denn man will als Alistar immer seine Lane gewinnen, mit möglichst vielen Kills. Im Midgame wird man hingegen zum Main Engage bei Teamfights, indem man die Carries rausfokust. Und im Late Game fällt die Nützlichkeit von Alistar ein klein wenig ab. Da ist man wirklich einfach nur noch da, um Türme zu tanken und wenn es gut läuft, einfach zu engagen. Alistar wird gecountert durch Champions wie zum Beispiel Nami, Thresh oder Yana, die einfach, wenn sie gut timen können, seine WQ-Combo unterbrechen können. Alistar hingegen countert jeglichen Supporter, der squishy ist und der im Grunde keinen Disengage hat. Solche Sachen wie Fiddle Support, Brand Support, Look Supports, Sona Support. Er springt hin, schaut sie hoch, sie sind tot und platzen. Ganz einfach. Kommen wir nun zu Alistars Kombos. Deine Standard-Kombo ist die WQ-Kombo, mit der wir mit dem Headbutt auf weitere entfernte Gegner zuspringen und sie gleichzeitig dann mit dem Q einfach nach oben hauen. So können wir die Gegner schnell überraschen. Seht selbst. Easy peasy. Really easy. Dann gibt es noch die Möglichkeit des Flash QW Combo, bei der wir den Flash zu Anfang benutzen, natürlich ein Spell, den wir nicht allzu oft weghaben wollen. Aber wenn der Gegner mal nicht ganz so weit weg ist, weil das Flash hat eine kleinere Reichweite als der Headbutt, können wir das nutzen, um den Gegner ranzukommen, um den Gegner hochzuhauen und ihn danach nach hinten aus
in unser Team reinzuhauen. Headbutton. Erklärung über Erklärung, ich zeig's euch einfach, was ich meine. Flash QW. Dann BAM! That's what I mean. Eine kürzere Form des Ganzen ist die ganz normale QB-Kombo. Wenn wir einfach mal nah genug am Gegner dran sind, brauchen wir ja nicht unseren Headbutt zuerst zu nutzen. Wir hauen den Gegner einfach nach oben und headbutten ihn dann in unsere Mitstreiter. Ich muss jedes Mal diese Übungspuppe wieder aus dem Turm raushauen. Gott, damn it. Geht doch. Wir können Alistairs WQ-Kombo auch noch ein bisschen erweitern, wenn wir ein bisschen Zeit haben und nicht so viel Angst haben, dass die Gegner in der Zeit abhauen. Und zwar setzen wir vorher sein E ein. Dadurch haben wir einen etwas größeren Damage-Output und können möglicherweise den Gegner stunnen. Braucht er natürlich etwas mehr Zeit. Und ich muss die Dings mal nicht aus dem Turm rausholen. Yay! Eine weitere, etwas kompliziertere Möglichkeit ist die Flash-WQ-Kombo. Dadurch können wir einfach größere Distanzen als mit dem Flash oder mit dem Headbutt alleine überbrücken. Nur ist dies etwas sehr, sehr schwierig. Also auch ich kriege das wirklich sehr, sehr selten hin, muss ich sagen. Weil wir müssen uns flashen. Problem ist, wir können nicht den Mauszeiger einfach auf den Gegner behalten, weil wenn ich jetzt flashen würde, wäre mein Mauszeiger automatisch hier. Heißt, theoretisch müsste man ungefähr hier anfangen, den Mauszeiger zu halten, flashen, dann könnte man Instant W drücken und dann Q. Oder man ist halt so schnell mit der Maus, bin ich aber nicht. So, mit dieser Range können wir jetzt zum Beispiel weder mit Flash noch mit dem Headbutt wirklich rankommen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal zum Gegner flashen, mit W nochmal zum Gegner ran und dann mit dem Q hochhauen. Naja. Wie ihr seht, ich krieg's auch selten hin. Boah, leckt mich am Socken. So, und noch ein Versuch. Naja. Funktioniert ja super. Irgendwie bin ich echt zu langsam. Bin es gerade echt zu blöd, um das Ding zu treffen. Naja, zu guter Letzt mal irgendwie. Ja, auf jeden Fall nicht meine Combo. Aber möglicherweise seid ihr darin einfach viel, viel besser, deswegen. Ja. Übung. Eine weitere Combo wäre dann zum Beispiel die Q-Flash-W-Combo. Wir fangen an mit dem Q. Wenn die Animation startet, flashen wir uns zum Gegner. Erst denkt der Gegner vielleicht, warum macht er jetzt sein Q? Aber wir stehen dann neben ihm, hauen ihn hoch und danach können wir ihn mit W in unsere Verbündeten reinhauen. Das Ganze funktioniert dann so. Und dann, je nachdem, wo sie stehen. Dann gibt es noch die WQ-Flash-Kombo, mit der wir zwei Gegner, die eigentlich weiter auseinander stehen, sogar treffen können. Das heißt, wenn ich jetzt normalerweise meine WQ-Kombo machen würde, würde ich ungefähr hier ankommen, also hier, würde mein Q nicht zu dieser Zielpuppe reichen. Wenn ich das Ganze jetzt aber mit Flash verlängere, ist das was ganz anderes. Seht zu. So. Heißt, ich bin mit meinem W im Grunde hierher. Bevor er den Q ausgelöscht hat, bin ich mit Flash dann in die Mitte von den zwei. Also ich habe im Grunde einfach nur meinen Weg noch verlängert in der Schnelligkeit. Dadurch war ich zwischen denen drin und konnte mit meiner Q beide erwischen. Eine etwas andere Variante von der gleichen Kombo, die ich jetzt gerade gemacht habe, wäre... Warum wäre es jetzt richtig? WQ-Flash, genau. Ja, anstatt W-Flash-Q, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, wirklich WQ-Flash. Das heißt, wir headbutten zum Gegner, drücken unser Q, wenn die Q-Animation anfängt, flashen wir uns in die beiden rein. Das wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit, wie man es machen kann. Je nachdem, was einem einfach leichter fällt. Man kann aber auch, wie gesagt, erst und dann hochhauen. Die Variante, die ich jetzt gemacht habe, hier... ist halt ein bisschen langsamer.
Das heißt, mit dieser wirklichen W-Q-Flash-Kombo ist man einfach nochmal etwas zackiger als mit der W-Flash-Q-Kombo. Ich glaube, so war es jetzt richtig, der viele Buchstaben. Kommen wir noch zu kleinen Tipps und Tricks zu Alistar. Und zwar, kannst auf der Landing Phase zum Beispiel den Gegner einfach weghauen. So kannst du dem gegnerischen ADC immer sein Lane denyen. Beziehungsweise sein Farm denyen. Warum ist richtig? Okay. Und Alistar ist auch gleichzeitig noch ein starker Roamer. Heißt, wenn der gegnerische Lane einfach weg ist, geh einfach mal in die Mitte. Meistens ist ein relativ garantierter Kill, wenn der Gegner jetzt nicht super gewordet hat. Zu Alistar muss man sagen, es passt aber auch nicht jeder ADC zu ihm dazu. Am besten, man hat einen ADC dabei, der gerade im Early ziemlich guten Schaden, am besten richtigen Burst Damage hat. Sowas wie zum Beispiel ein Lucian, Nexaya, ein Twitch. Die passen wirklich sehr, sehr gut zu Alistar dazu, wohingegen Sachen wie Caitlyn oder Tristana am Anfang nicht so stark sind, weil die kommen einfach mit seinem Engage, mit dem Damage nicht hinterher. Deswegen muss man sich immer überlegen, mit welchem ADC man in der Lane spielt. Am besten seid ihr einfach Premates, dann könnt ihr einfach reden. Ansonsten guckt halt, was er pickt und je nachdem könnt ihr Alistar spielen vielleicht. Und wenn nicht, Pech. Mein kleines Fazit zu Alistar ist, er ist einfach mein Lieblings-Supporter. Supporter. Er ist wirklich sehr, sehr stark. Er hat einen riesig geilen Engage. Er ist tanky, er ist fucked, vor allem in den Early-Phasen des Spiels. Er macht wirklich richtig, richtig großen Spaß. Und ich meine, wer will nicht einen riesigen Muku spielen? Wer nicht? Du? Ja, dann bist du vielleicht auf der Supporter-Lane, falsch. Dann geh halt auf die Top-Lane. Da kannst du jetzt dann zum Beispiel hier so ein kleines Pelzvieh spielen, das dann zum großen Pelzvieh wird. Mal als Beispiel. Auf jeden Fall ist Alistar sehr, sehr stark. Schade, dass er immer mal wieder aus dem Meta rausfällt. Ich liebe ihn bis heute noch. Das wird so bleiben. Mo. Dann jetzt leicht. Egal. Auf jeden Fall hoffe ich, dieser Guide hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr noch weitere Tipps und Tricks habt, schreibt darunter in die Kommentare. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abonnement würde mich auch freuen, wenn ihr weiterhin immer wieder Bescheid wissen wollt, wenn meine neuesten Guides kommen. Klickt auf die Notification Bell, denn diese brauchen wir jetzt mittlerweile in YouTube, sonst kriegt man irgendwie keine Infos mehr, wen man abonniert hat oder was für Videos die rausbringen. Ganz komisches System, das sich YouTube hat einfallen lassen. Auf jeden Fall freue ich mich dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sehen wir uns. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten League of Legends Guide wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Jedem fucking Video die gleiche Abmod. Dennoch mache ich es immer noch falsch. Ciao.